Madrid. Zum Beginn dieser kurzen Zusammenfassung einige Szenen, die dem Spielverlauf durchaus gerecht werden. Szenen, die auch den Kommentar von Trainer Ernst Weber verstehen lassen. Weber sprach nämlich von Totalausfällen, also eine schwache Leistung von Admira Wacker. Sehr heiß in Zypern. Trotzdem auch das sicherlich nur eine schwache Ausrede für das Abschneiden der österreichischen Mannschaft. Das sind nicht Szenen der letzten 30 Sekunden eines Spiels, sondern mitten im Spiel und dann auch noch eine Möglichkeit hier von Walter Knapp. Tja, und das 1:0 für Limassol schießt dann Sophocleous in der 43. Minute. Und durch das 3:0 von Admira Wacker im ersten Spiel steigen die Niederösterreicher natürlich auch das österreichische Team, das nun in der zweiten Runde ist.